Hey Leute, hier ist wieder euer Easy von Edeka und heute gibt es Lammlachse vom leckeren Lammrücken. Dafür bereiten wir eine tolle Kruste vor, garen die Lammlachse erst in der Pfanne und dann im Ofen extra zart und servieren das Ganze mit Soße, Bohnen und Kartoffeln. Ich habe hier ganz tolle Drillinge, davon 800 Gramm, wenn eure etwas schmutzig sind, einfach abwaschen, dann kommen die in den Topf hinein. Die bedecke ich mit Wasser, gebe da Salz zu und lasse die 14 Minuten lang kochen, damit die später richtig schön knusprig in der Pfanne werden. Währenddessen kümmern wir uns um 500 Gramm Prinzessinnenbohnen und da nehmen wir einfach nur das Ende ab. Fertig. Prinzessinnenbohnen gehören zu den Buschbohnen oder grünen Bohnen und werden jung geerntet. Dadurch sind die Hülsenfrüchte schön zart. Jetzt kommen die Bohnen 5 bis 6 Minuten ins kochende Wasser und werden dann kalt abgeschreckt. Die Garzeit variiert natürlich von der Größe und Art der Bohnen. Denkt dran, das Wasser zu salzen. Wenn ihr genau wissen wollt, was das Blanchieren mit dem Gemüse macht und wozu das überhaupt gut ist, ich habe euch das How-To hier oben verlinkt. 5 bis 6 Minuten sind um, jetzt kommen die Bohnen ins Eiswasser und werden hier abgeschreckt. Die Kartoffeln habe ich jetzt abgegossen und ausdampfen lassen. Jetzt werde ich die längs halbieren. Und das Rezept findet ihr wie immer in der Infocard verlinkt. Als nächstes bereiten wir die Kruste zu. Dafür nehmen wir eine Scheibe Toastbrot und bröseln das schön klein in die Schüssel. Als nächstes 10 Gramm Pinienkerne. Die werden gehackt. Und ungefähr 20 Gramm Rucola waschen, von groben Stielen befreien, putzen und grob hacken. Durch Rucola kommt dann eine schöne Würze in unsere Kruste rein. Ein Eigelb. Dann brauchen wir noch 20 Gramm Butter. Und die Schale einer Zitrone. Wichtig, nicht das Weiße abreiben, sondern nur die gelbe Schale. In vielen Ländern isst man ja Lamm zu Ostern. Was ist die eigentlich am liebsten zu Ostern? Schreibt das gerne in die Kommentare. Jetzt würzen wir das Ganze mit Salz und Pfeffer und zum Schluss wird das Ganze ordentlich mit den Händen verknetet und vermengt. Und so sieht es vermengt aus. Ich habe hier 600 Gramm Lammlachse, die ist trocken getupft, die wird gleich in 2 Esslöffel Olivenöl angebraten und dann mit der Kruste belegt und dann kommt sie in den Ofen. Als erstes erhitzen wir die Pfanne, 2 Esslöffel Olivenöl. Die Lammlachse werden von beiden Seiten 1 Minute lang scharf angebraten. Mit Salz und Pfeffer würzen. Und dann kommen die Kruste drauf. Und durch das Eigelb wird die Kruste im Ofen zusammengehalten. Wir haben das Fleisch scharf angebraten, um die Oberfläche zu verschließen. Dadurch bleibt der Saft innen drin. Das Fleisch kommt für 8 bis 12 Minuten bei 140 Grad Ober-Unterhitze in den Ofen, damit auch das Innere gar wird. Und wann es genau gar ist, sehen wir auf unserem Fleischthermometer. Während die Lammlachse im Ofen garen, kümmern wir uns um die Soße. Dafür brauchen wir 40 Gramm Butter, 2 Esslöffel Mehl. In dieser Pfanne ist noch der Bratensatz vom Lamm drin. Und diesen Geschmack nehmen wir raus. Wir machen so eine Art Mehlschwitzer in der Pfanne. Das Ganze dauert 1 bis 1,5 Minuten. Wir sehen, das wird langsam braun und genau diese Farbe wollen wir haben. Dann löschen wir das Ganze mit 400 Milliliter Lammfond. Das Ganze wird unter Rühren aufgekocht und da kommen 200 Gramm Sahne rein. Währenddessen stellen wir schon mal eine Pfanne für Kartoffeln auf, denn die werden knusprig angebraten. Die Soße würzen wir erst, nachdem die einreduziert ist. Da haben wir nämlich eine bessere Kontrolle über den Salzgehalt. 4 Esslöffel Olivenöl kommen in die Pfanne für die Kartoffeln. Die Soße wird mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und wir stellen die zur Seite. Jetzt kommen die Kartoffeln rein. Die Kartoffeln brate ich bei gelegentlichen Wänden ca. 8 Minuten lang an. Und das, was nicht passt, kommt einfach oben drauf. Wichtig beim Anbraten von Kartoffeln, ihr müsst den Kartoffeln Zeit geben, braun zu werden. Nicht alle 2 Sekunden umrühren. Auch die Kartoffeln mal einfach riesen lassen. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um die Bohnen. Dafür nehmen wir 20 Gramm Butter und geben die in den Topf hier. 1 Esslöffel Thymianblättchen kommen da rein. Die Bohnen, die kriegen noch ein bisschen Salz. Dann wird umgerührt. Jetzt gucke ich mal, was das Lamm macht.
Unser Lamm ist bei 58 Grad und zwischen 58 und 62 Grad haben wir perfekte Medium-Temperatur. Das sieht super aus und dann kann angerichtet werden. Perfekt Medium. Richtig würzige Kruste, rahmige Soße, schön zartes Fleisch, rundum gelungene Lammlachse. Ich habe euch zwei weitere Videos hier verlinkt. Unbedingt angucken. Nicht vergessen, uns zu abonnieren. Schreibt eure Erfolge in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Euer Easy.